Na gut, dann guten Morgen. Herzlich willkommen. Also man könnte sagen, wir sind einfach. Wobei wir sind einfach eben keine Sache ist, die man machen kann oder machen muss, sondern wir sind einfach ist eine Beschreibung, man könnte sagen, es ist eine Beschreibung für das, was passiert, was schon passiert. Um das aus meiner Sicht ein bisschen genauer zu sagen, müssen wir eigentlich sagen, da ist nur Sein. Und Sein ist eben genau das. Also sitzen und sprechen und hören und ein Zimmer und Stühle und Licht und die Luft, der Boden, das ist Sein. Und das ist es. Das ist alles, was es gibt. Mehr gibt es gar nicht. Und das Spannende daran ist, dass es alles ist. Und deshalb auf eine Art rund und vollkommen ganz, könnte man sagen. Jetzt, was auch sein kann, in Anführungszeichen, ist das Erleben von Ich Bin. Groß, klein, dick, dünn, Mann, Frau, erleuchtet, nicht erleuchtet, schlau, dumm, mittelschlau, halbintelligent. Aber das grundsätzliche Erleben ist Ich Bin. Dieses scheinbare Ich lebt in einer Art Traumwelt, in einer Traumwelt aus Realität und Trennung. Das heißt, es wird erlebt, ich bin etwas, ich bin ein Ding, ich bin eine Person, die sitzt hier auf einem Stuhl in Realität und alles andere ist getrennt von mir. Also schon der Stuhl im Prinzip. Und ist auch real. Ich bin ein Ding, das real existiert, alles andere ist von mir getrennt und existiert auch real. Teil dieser Traumwelt ist das Erleben von Zeit als Realität, von Raum als Realität, von Sinn, Bedeutung, Ursache und Wirkung, Täterschaft und Opferschaft, also ich mache, ich muss oder mir passiert ständig oder mir passiert überhaupt. Teil dieses Erlebens ist, auf einem Weg zu sein, auf einem Weg in eine Zukunft zu sein. Es scheint so zu sein, dass genau dieses Erleben von Ich Bin irgendwie unbefriedigend ist. Wie wenn auf eine Art bemerkt wird oder gespürt wird oder erlebt wird, dass es nicht alles ist, dass es ein Leben in Teilen ist, dass es ein Leben in einer Traumwelt ist. Das heißt, Teil dieser Traumwelt ist auch das Erleben von Unbefriedigtsein und das Erleben von Suche. Das Erleben von Suche nach Vollkommenheit oder nach Ganzheit. Das Dilemma daran ist aus der Sicht von diesem scheinbaren Ich, weil dieses scheinbare Ich in einer Traumwelt aus Realität lebt, vermutet es das, was es finden kann, glaubt es, dass es auch etwas ist. Das heißt, weil dieses scheinbare Ich sich als etwas erlebt, kann es auch nur etwas suchen, von dem es annimmt, dass es real existiert. Glück, Zufriedenheit, gute Gefühle, spirituelle Erfahrungen, Geld, mehr Geld, eine glückliche Partnerschaft,
die Auflösung aller Blockaden, Gesundheit, Erleuchtung, Einsichten, Erfahrungen, mehr Erfahrungen, Weisheit. Dieses scheinbare Ich sucht etwas. Und weil es das, was passiert, in Unmittelbarkeit, in Trennung erlebt, also als unbefriedigend, sucht es dieses Etwas zu einer Zeit an einem Ort. Zu einer anderen Zeit an einem anderen Ort. Im Prinzip eben überhaupt zu einer Zeit an einem Ort. Morgen, wenn die Wände rot sind, dann kann ich entspannen. Nachher, wenn ich mein Ich verloren habe, dann. Es lebt im Prinzip immer energetisch in einer Aussicht auf die Zukunft. Das heißt, es sucht etwas zu einer Zeit an einem Ort. Das Einzige, was existiert, ist nicht etwas, ist keine Sache, außerhalb von Zeit und außerhalb von Raum. Das heißt, die Suche von diesem scheinbaren Ich ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Es sucht etwas, das es gar nicht gibt, was im Prinzip auch die Suche nach sich selbst einschließt. Auch da sucht es etwas, das es nicht gibt. Das heißt, das energetische Erleben von Ich Bin ist ein ständiges Greifen ins Leere. Und auf eine Art bringt es eben auch die Frustration, mit einer Frustration. Und selbst wenn es glaubt, etwas zu haben, ist es offensichtlich, dass es nicht zu haben ist, dass es nicht etwas ist. Es zerrinnt sofort zwischen den Fingern. Was passieren kann, und das ist eine Geschichte, ist, dass der Sucher, dass das Erleben von Ich Bin durchschaut wird oder implodiert, explodiert, nicht mehr stattfindet, keine Realität mehr hat. Im Prinzip gibt es kein Wort dafür, was da passiert. Zusammen mit diesem scheinbaren Ich verschwindet das Leben in der Traumwelt, verschwindet die Traumwelt. Zeit, Raum, Ursache, Wirkung, Sinn, Bedeutung, gut, schlecht. Das Erleben auf einem Weg zu sein. Was übrig bleibt, ist genau das. Sitzen und sprechen und hören und Stühle und ein Zimmer. Ein leichtes Suchen. Und die Überraschung ist, dass es dann, in Anführungszeichen, rund ist, voll ist, ganz ist. Wie wenn es ist dann, nochmal in Anführungszeichen, offensichtlich, dass es nichts anderes gibt, dass das alles ist. Dass es nichts ist, dass es nichts Bestimmtes ist, aber alles ist. Dann ist offensichtlich, dass das nicht etwas ist, keine Sache. Aber wie gesagt, spannenderweise ist es rund und voll und saftig und lebendig. Dieses scheinbare Ich, dieses Ich Bin, hat keine Realität. Es erscheint in Unmittelbarkeit, genau wie Stuhl und Zimmer und Sprechen und Hören. Es gibt kein Ich und es gibt in dem Sinn auch kein scheinbares Ich, das in Zeit und Raum als etwas existiert und verschwinden kann. Deshalb, es war eine Geschichte. Erscheint allerdings das Erleben von Ich Bin als Realität, ist es tatsächlich ein Erleben. Es ist kein Gedankenkonstrukt, es ist kein Ich-Gedanke, sondern es ist tatsächlich ein Erleben von Ich Bin jemand, der Leben hat, der
in dieser Geschichte von Realität lebt, von Zeit, von Raum, von auch im Weg sein. Es ist ein energetisches Erleben. Was aber eben auch das ist, was erscheint. Was eben auch Einheit ist und rund und vollkommen. Aber so nicht erlebbar für dieses scheinbare Ich, denn das lebt nur im Traum von Trennung und Suche. Das heißt, wir werden keinen Schritt gehen. Wir werden keine Entwicklung durchlaufen. Was passiert, ist nicht etwas und ist es bereits. Das ist es. Also ich habe gerade schon alles gesagt. Es kommt uns neu alles. Aber immer, oder? Immer wieder alles. Das ist schon alles. Ich weiß, es geht. Wenn das Erkennen passiert, dass es nicht etwas gibt, sondern nur das ist, was jetzt ist, wenn man sich später daran erinnert, an diese Erkenntnis, dann kann es aber wie ein Weg aussehen oder wie eine Erkenntnis. Ja, wobei das nicht das ist, wovon hier gesprochen wird. Also ich würde es eben nicht als Erkenntnis bezeichnen. Sondern? Ja, eben. Im Prinzip wirklich das energetische Ende des Ich-Bin-Erlebens als Realität. Das heißt, hier wird jetzt keine Erkenntnis abgerufen, die vor 5 Jahren gemacht wurde, sondern es ist, wenn man dieses Wort nimmt, dieses Sehen davon oder dieses Sehen ist schon schwierig, dann ist es eben unmittelbar. Aber eben niemand, der sich auf ein Erlebnis beruft, das in der Vergangenheit stattgefunden hat. Klar, es ist immer unmittelbar, aber Erinnern kann auch unmittelbar sein. Ja, wobei hier gab es, also in dieser Geschichte gab es kein Ereignis. Das heißt, da gibt es nichts, an das ich mich in dem Sinn, an einen Moment, an den ich mich erinnern kann. Insofern ist es hier schwierig. Aber vielleicht könnte man sagen, okay.
Jedenfalls die Frage. Die Frage ist einfach, oder war einfach, dass du sagst, es gibt keinen Weg, und das sehe ich auch so, aber im Nachhinein, in der Erinnerung, kann etwas wie ein Weg erscheinen. Wobei es, ob jetzt die Erinnerung sinnvoll ist oder nicht, und ob darüber nachzudenken sinnvoll ist oder nicht, ist egal, aber es passiert einfach, dass man sich erinnert. Ja, wobei ich würde sagen, oder dass eben das Erleben von Weg nicht dann keine Realität hat. Da kann vielleicht Erinnerung sein an Ereignisse oder an was scheinbar passiert ist, aber ich kann da jetzt keinen Weg mehr drin sehen. Also für mich wäre das selbst zu den Erinnerungen an der Art Konstrukt. Kann aber natürlich als Geschichte erzählt werden. Da war ich da, dann habe ich das gemacht, dann ist das passiert, dann danach habe ich das Buch gelesen, dann ging dieses Chakra auf, keine Ahnung, was auch immer. Aber eben da in dieser Vorstellung von einem Weg oder von einem, von einer Entwicklung, das eben offensichtlich ist, kann da nicht mehr zusammen konstruiert werden. Aber das Erzählen davon kann natürlich erscheinen. Und das kann sich anhören wie ein Weg. Das ist, ja, absolut. Weil natürlich, wenn das jemand hört, wenn dieses scheinbare Ich das hört, das natürlich sofort einen Weg dazu konstruiert. Und da eben sofort Ursache und Wirkung draus macht. Und eben eine Person sieht in dieser Geschichte, die in Zeit lebt und die diesen Weg gegangen ist. Oder so. Und wenn so eine Erinnerung an einen scheinbaren Weg auftaucht und ein Gedanke, eben das ist passiert und dann ist das passiert, und wie soll ich damit umgehen? Wieso damit umgehen? Ja, man kann entweder dann da sagen, ja, das war so, und das weiterspinnen, oder man kann vielleicht auch dem keine Energie geben. Nee. Weil das würde natürlich implizieren, dass es eine Instanz ist, die wählen kann. Und auf eine Art impliziert es, dass das eine besser wäre wie das andere. Also als ob in Vergangenheit schwelgen irgendwie schlecht wäre, während aus der Geschichte auszusteigen, wie auch immer das tun soll, besser wäre. Also wenn Erinnerung passiert, passiert Erinnerung. Und von mir aus auch mit Gefühlen und sentimental. Und ist einfach, was dann passiert. Und ist auch nicht etwas. Und ist Einheit. Und ist nicht etwas. Ist Lebendigkeit. Ist es. Ja. Okay. Wobei man vielleicht sagen könnte, wenn da jemand ist, oder dieses scheinbare Ich lebt in diesen Geschichten. Das heißt, man könnte sagen, dass das scheinbare Ich investiert in diese Geschichten. Was aber eben auch weder falsch noch richtig ist, sondern einfach das ist, was passiert, wenn da jemand ist. Ist da niemand? Ist da auch niemand, der auf diese Art in die Geschichten investiert, wie es dieses scheinbare Ich tut? Aber da gibt es keinen eben. Es ist einfach das, was passiert. Und da gibt es eben niemand, der... Also wenn da niemand ist, ist da niemand, der das beobachtet und sich anschaut. Oh, jetzt bin ich schon 5 Minuten in der Geschichte. Wenn ich noch 1 Minute länger drin bleibe, bin ich nicht mehr erleuchtet. Das findet dann eben nicht statt. Und das Buch, was du geschrieben hast, ist keine Geschichte? Nee. Also wie meint, als eine Geschichte am Stück, oder? Ich habe nur teilweise gelesen, von da, ich erinnere mich jetzt nicht mehr, aber ein Buch, denkt man, ein Buch ist immer eine Geschichte. Gut, also es steht keine Wahrheit drin. Und es ist kein Roman. Nur zwischen den Zeilen steht die Wahrheit. Nee, es gibt keine Wahrheit.
ist einfach das, was erscheint. Das ist einfach dieses Buch. Und das, was da drin steht. Was aber eben nicht etwas ist, was keinen Inhalt hat. Nur scheinbar. Wenn man es so sieht, ist natürlich alles, was da drin steht, Geschichte. Aber es ist nicht eine Geschichte. Könnte man, dass es nicht etwas gibt, auch so ausdrücken, dass alles in Bewegung ist? Weil ich meine, zum Beispiel jetzt neben dir steht die Kommode, es sieht aus wie ein Gegenstand, aber wenn man jetzt auf die Molekülebene runtergeht, Atommolekülebene, ist da immer nur Bewegung. Und könnte man auch sagen, es gibt nur Bewegung und darum gibt es nicht etwas. Weil Bewegung ist ja immer Veränderung, jeden Moment, jede Sekunde. Ja, ich würde sagen, es ist eben wirklich nicht etwas und eben nicht nur Bewegung oder eben nicht Bewegung, sondern tatsächlich nicht etwas. Es ist Lebendigkeit, es hat was davon. Aber wie gesagt, in Abwesenheit von Trennung ist es einfach so. Da findet in dem Sinn keine Erklärung statt, weil es alles Atome sind oder weil Atome so gesehen eben auch schon wieder etwas ist. Ja, da müsste man sagen, es gibt nur Bewegung, ohne dass sich was bewegt. Also ohne dass das was ist, was sich bewegt. Ha, 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 ha.
gut, wenn dann Bewegung ein Synonym für nicht etwas ist, dann natürlich kann man auch Bewegung sagen. Ich würde jetzt nicht sagen, da ist nur Bewegung. Kann man sagen, es entfaltet sich in Nicht-Etwas, wie alles andere auch. Das ist ein Aspekt. Was entfaltet sich in Nicht-Etwas? Ja, zum Beispiel Bewegung, Dinge. Man könnte sagen, Nicht-Etwas erscheint als Bewegung, als Sitzen, als Atome, als, ja. Aber erscheint im Sinn von, es ist eben Nicht-Etwas. Und das ist eben nicht etwas und daraus entfaltet sich das, sondern nicht etwas und das. Das ist nicht etwas. Also Sitzen ist keine Sache. Gibt es da überhaupt etwas? Nein, nee, eben. Es gibt keine Dinge, keine voneinander getrennten Dinge. Genau. Dieses scheinbare Ich erlebt Trennung als Realität. Das lebt nur in Dingen. Genau. Was aber eben ein Traum ist. Traum als Beschreibung. Wenn wir das mit unserem Gehirn immer interpretieren, dessen gibt es diese Erwartung etwas. Aber wenn man es nicht mehr interpretiert? Ja, ich glaube, das ist unmöglich. Also, es ist eben das Erleben von ich bin jemand, das in diesem Traum lebt. Und es erlebt einfach Trennung als Realität. Dieses scheinbare Ich glaubt dann oft, das irgendwie lernen zu können, nicht mehr zu interpretieren oder nicht zu benennen, was es aber nicht kann. Weil es eben, selbst wenn es lernen könnte, den Stuhl nicht als Stuhl zu benennen, würde es ihn als etwas erfahren. Wenn da niemand ist, wenn dieses energetische Erleben von ich bin jemand nicht da ist, dann findet dieses Erleben eben gar nicht statt. Dann gibt es einfach nur Präsenz oder was kann man das sagen? Nicht etwas. Also fehlt der Bezug, oder? Ja. Bei Bewegung geht es immer auf den Bezug zu Nicht-Bewegung. So können, genau. Und wenn der Bezug einfach zu irgendetwas nicht da ist, gibt es dann nochmal nicht etwas. Ja, genau. Es gibt keinen Bezug, weil der Bezugspunkt schon gar nicht da ist. Ja. Das ist auch mit Bewegung, ne? Also, wie du sagst, es ist irgendwie bewegungslos und Bewegung. Es ist nicht etwas. Aber wenn du sagst, du hast kein Erleben, hast du, man kannst du von dir nicht sagen, du hast ein Erleben in gewissem Sinn. Nein. Nicht? Nein, also hier ist kein Erleben da. Mhm. Genau. Genau. Keine Instanz, die erlebt. Keine Instanz, die existiert und die erlebt, was passiert. Die aber doch lebt. Nee, es gibt keine Instanz. Es gibt auch keine Instanz. Es gibt keine Instanz. Und es gibt auch kein Leben, genau, als etwas. Man könnte sagen, es gibt nur Lebendigkeit, was dann eben ein Synonym für Nicht-Etwas wäre. Aber eben keine Sache leben, kein Ding leben, das in Zeit existiert. Naja, so gesehen sind wir dann zeitlich überall. Also, wir sind nicht. Zeitstraße. Wir sind nicht. Das ist
Illusion. Wir sind nicht etwas. Aber... Es gibt auch nicht etwas, das uns durchdringt. Nein, nee, genau. Ja. Das ist nicht etwas im Zimmer, Körper, Atmen, Gedanken, Gefühle, Sprechen, Hören, eben alles ist nicht etwas. Aber nicht etwas ist nicht nichts. Ja, nichts wäre ein bisschen wenig. Es ist nichts und alles. Es ist tatsächlich nicht etwas, was aber im wahrsten Sinne des Wortes nicht etwas ist. Aber es ist eben nichts im Sinn von, es ist nicht dies oder das. Aber es ist alles. Das ist nichts Bestimmtes, aber alles. Sitzen auf Stühlen in einem Zimmer ist alles. Es gibt nicht mehr. Was aber eben nichts Bestimmtes ist. Sitzen auf Stühlen in einem Zimmer ist eben nicht Sitzen in einem Zimmer auf Stühlen, sondern es ist nicht etwas, das Unbekannte, Ganzheit oder nicht etwas, das so aussieht und sich so anfühlt. Aber tatsächlich nicht etwas ist. Wir müssen wo durchs Mäuseloch, oder? Hm? Wir müssen wo durchs Mäuseloch. Nein. Es ist irgendwie tricky, wenn er gesagt wird, es ist offensichtlich oder es wird gesehen. Weil im Prinzip sich das für dieses scheinbare Ich sofort anhört, wie wenn eben doch jemand sieht oder wie wenn es etwas zu sehen gibt. Im Prinzip finde ich es wirklich besser zu sagen, das Erleben von Ich Bin verschwindet. Und dann ist einfach nur Sein und Lebendigkeit. Aber eben niemand, der etwas sieht und deshalb erleuchtet durchs Leben geht oder zufrieden durchs Leben geht. Es ist tatsächlich die Abwesenheit dieser scheinbaren Instanz. Man könnte sagen, dann fällt eben dieses ganze Erleben der Traumwelt verschwindet, dann dieses ganze Erleben von Ich bin etwas verschwindet. Da ist aber dann niemand mehr, der guckt und Einheit sehen will oder der weiß, was Einheit bedeutet oder der weiß oder der Einheit hat, sondern das ist einfach nur das, was passiert, wild und frei und unkontrolliert und lebendig. Ist es das, was im Schlaf ist, wenn man im Tiefschlaf ist und sich seiner selber nicht bewusst ist und der Welt nicht bewusst ist? Auf eine Art, ja.
Aber es ist eben nicht Tiefschlaf, sondern Sitzen in einem Zimmer in Rottenbach. Ja. Es hat was davon, diese Abwesenheit der Instanz. Ja. Das heißt, worüber hier gesprochen wird, ist eben auch nichts, worüber sich dieses scheinbare Ich bewusst sein könnte. Es hat eben nichts mit einem Bewusstsein zu tun, von ich bin mir Einheit bewusst oder ich bin mir bewusst, dass ich Einheit bin oder was auch immer. Genau, da ist kein Bewusstsein. Kann erscheinen, oh, ich bin mir etwas bewusst, aber es ist eben Teil des Traums, könnte man sagen. Und eben nicht real.
Gibt es in deinem Leben noch Überraschungen? Ständig. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Warst du nicht überrascht, als der Impuls kam, ein Buch zu schreiben? Weiß ich nicht. Vielleicht war da auch mal eine Überraschung. Aber keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber nicht etwas erscheint auch als Andreas, der überrascht ist. Ich war überrascht, weil deine Aussage, es gibt nicht etwas, also das ist ja eigentlich schon alles gesagt. Aber ich finde, mehr steht da von den drin. Also, so dick ist nicht etwas. Also, ja. Also ich habe auch schon gehört, es wird sich oft wiederholen. Nee, es steht nichts drin. Im Prinzip müsste ich jetzt noch sagen, ich würde nicht empfehlen, es zu kaufen. Aber etwas kann auch als Kaufen des Buches erscheinen. Absolut. Ne? Und als Lesen des Buches. Absolut, natürlich. Klar. Und als sich verbinden mit demjenigen, also mit dir in dem Fall, der das Buch geschrieben hat. Ja, also mir gefällt's. Da bin ich überrascht. Ich schaue wieder rein und denke, oh, cool. Da bin ich tatsächlich überrascht im Moment. Aber ja, es gibt keinen Grund für das Buch. Es gibt auch keinen Grund hierfür. Es gibt einfach keinen Grund für irgendwas. Auch das führt nirgendwo hin. Und auch das ist es schon. Genauso wie das Buchlesen nirgendwo hinführt, aber das Buchlesen selber ist schon ist. Das heißt, ich kann auch niemand nicht empfehlen, es zu lesen. Erscheinst du seit einigen Jahren langweiliger für dein scheinbares Vis-à-vis? Ich? Ach, ob ich langweiliger? Das weiß ich nicht. Hast du da keine Aussagen dazu? Bis du jetzt hast dich verändert, oder? Nee, eigentlich nicht. Weil dich weniger interessiert, weil da irgendwas nachgelassen hat. Also die Leute, die sich noch mit mir treffen, haben das jetzt nicht gesagt. So, du bist aber langweilig geworden. Nee. Haben Sie überhaupt eine Veränderung gemerkt? Wenn du die Geschichte der letzten 10 Jahre bedienst?
Innerhalb der Geschichte auf jeden Fall, weil sich natürlich der Andreas natürlich verändert hat innerhalb der Geschichte. Aber weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich habe nicht richtig. Gut, das ist, ja, es hat keine Bedeutung, klar. Klar. Ich habe manchmal den Eindruck, dass jetzt bei ganz engen Verwandten oder so, ich habe den Eindruck, dass da versucht wird, jemanden zu greifen. Und dass es irgendwie auf irgendeine Art innerhalb deren Erleben irritierend ist, dass da niemand ist, der zu greifen ist. Aber das da eigentlich nicht benannt werden kann oder das nicht so weit gehen würde, dass was kommt wie du hast dich verändert. Mhm. Wie wenn da einfach dieser Verwandte, wenn da einfach doch die Person gesucht wird und da keine energetisch keine Resonanz ist. Auch wenn der Andreas einfach als Andreas erscheint und sich so verhält und auf diese Art irgendwie gleich geblieben ist. Kennen die eine geschichtliche Veränderung? Oder ist das nie erzählt worden? Doch, die kennen das. Also. Ja. Wobei das nichts drunter, also niemand kann sich was drunter vorstellen, aber. Das habe ich manchmal den Eindruck. Und solche, keine Ahnung. Erscheint irgendwas noch als wichtig? Scheinbar. Also kann erscheinen, aber es hat keine Realität. Eine Realität sowieso, aber auch keine Folgen, dass dann daraus Sorgen entstehen oder Bemühungen entstehen können.
war es ein Wunsch, das Licht anzumachen? Aus der Sorge raus, es könnte zu dunkel sein. Ja, das war es noch nie. Dinge, die einmal wichtig erschienen sind. Ja, eben. Viel weniger geworden. Ja, so gesehen hat nichts eine Bedeutung. Klar, Bedeutung, Wichtigkeit hat keine Realität. Natürlich. Neben selbst jetzt als Vater. In Richtung Kind. Nee. Du verlierst den Job. Nee. Geld und so weiter. Gibt es trotzdem nicht, das passiert. Was passiert, das zeigt sich. Es passiert, sich, was passiert. Zeigt. Aber da kann natürlich auch Bemühungen und sonstiges. Bemühungen erscheinen und auch Sorgen natürlich. Aber eben niemand, der sie hat. Ja. Niemand, der damit in der persönlichen Geschichte von Realität lebt. So ein Eisantrieb für Bewegung oder so. Das wäre schon die Story dazu. Dass deshalb ein Antrieb passiert, sondern da ist niemand, der mit dem, was passiert, in Realität lebt und darin lebt mit seiner persönlichen Geschichte. Von weil da Sorgen sind, kommt der Antrieb. Es kann so aussehen, als ob es so ist, aber da ist eben niemand, der es erlebt, der das, was passiert, als Realität erlebt und für den Sorgen real sind und den. Ja. Aber trotzdem gibt es die Erscheinung und die hat sich verändert. Da sind Prägungen und Wichtigkeit und Antrieb scheinbar. Ja, absolut. Ja, absolut. Absolut. Und eben die Überraschung, das ist es. Sich Sorgen zu machen, weil das Kind an der heißen Herdplatte steht, ist Leben, ist Einheit. Ist es. Ja. Und der Gedanke, den Herd nächstes Mal auszulassen, ist Einheit. Ist bereits voll, lebendig, saftig. Ja. Das ist im Prinzip die große Überraschung, dass es eben das ist, was passiert. Genau wie es passiert. Das ist Einheit. Eben genau so. Und eben nicht dieses scheinbare Ich denkt, ja, das ist Einheit, wenn ich jetzt noch entspannt wäre. Oder ja, so, wenn ich mein Ich verloren hätte. Oder irgendwas. Nee, es ist eben genau so. Und eben auch als Andreas, der so und so und so. Aber eben niemand, der das weiß und kennt und der das in Trennung erlebt. Ja, die meisten hoffen nur, dass dieses weniger wird, aufhört. Genau, ja. Ich meine, eben dieser scheinbare Ich erlebt das, was passiert, als unbefriedigend. Es erlebt das Einzige, was existiert, ständig in Trennung und in Unbefriedigtsein. Das heißt, es lebt in einem ständigen Ich muss hier raus. Zum Nächsten, zum Besseren. Oder ich will drin bleiben, weil es gerade so schön ist und das nicht verlieren. Ja, wo aber die Energie oder das Erleben auch schon wieder dort ist. Ja. Weil es auch das, was passiert, selbst das Schöne, in Trennung erlebt und als ungenügend. Ja. Das ist eben die große Überraschung für niemand, dass es genau das ist. Und da eben niemand ist, der dem entkommen will und kann. Es gibt nur das. Es gibt nicht das Nächste. Wohin entkommen? Ja. Ist absolut wow.
könnte auch sagen, da ist niemand, da ist dann niemand, der dem Menschsein entkommen will. Weil das, was erscheint, offensichtlich auch neben Zimmer und Sofa und Stuhl, auch als Menschsein erscheint. Gab es eine Übergangsphase? Scheinbar. Wo ich erscheint, erschien und dann wieder nicht erschien und dann doch ja, wieder erschien. Ja, viele Jahre. Viele Jahre. Und irgendwann ist es einfach nicht mehr aufgetaucht. Das wäre eine mögliche Geschichte dazu. Ja. Ja. So. Und es gab sogar in dieser Zeit des Hin- und Herwechselns eine Phase, die war sehr intensiv, die war sehr, da war eher die Suche im Vordergrund. Und dann gab es eine Zeit des Hin- und Herwechselns, da war eher das, da war es schon sehr entspannt. Damit automatisch die Suche nach etwas. Wie hast du diese Veränderung deinen nächsten Angehörigen erklärt? Mit welchen Worten? Gar nicht. Gar nicht? Nee. Also, wen meinst du jetzt mit nächsten Angehörigen? Deine Familie. Die den Unterschied auch am meisten gemerkt haben. Ja, eben, es hat eigentlich kaum jemand so für sich bemerkt. Ja. Wie stark hast du gemerkt? Es ist schwierig zu sagen, weil natürlich in diesem Ende von Ich bin niemand mehr da ist, der es bemerkt oder der für sich irgendwas sagen kann von es ist so und es ist so und so. Unterschied ausmachen. Ja. Im Prinzip wird da offensichtlich, dass es eben sowas wie einen Unterschied nicht gibt. Also da ist kein... Vorher, nachher. Ja, genau. Im Prinzip ist es vorher, nachher löst sich auf oder ist... kann dann als Geschichte erscheinen oder als Erzählen davon, hat aber eben keine Realität. Und ich könnte eben nicht sagen, ich habe es dann bemerkt und seither ist es so oder seither weiß ich das oder so. Ja. Also ich hatte den Eindruck, dass meine Freundin, wir waren zusammen gelebt und so. Und da, also jetzt nicht so, ich bin morgens aufgewacht und da hat sich was verändert. Nee, das irgendwie hat sich das dann so ergeben, aber da hier jetzt überhaupt kein... Nichts zum Festhalten ist, wenn ja, eben. Da ist eben niemand, der sich erlebt als ich bin so oder ich habe das oder eben nicht. Das ist eben in Anführungszeichen der scheinbare Unterschied, dass hier eben kein Erleben, kein Erlebender von irgendwas ist. Also auch niemand, der seine Abwesenheit erlebt. Sondern da ist einfach niemand. Hat sie dann ein Problem? Ich? Sie. Sie? Weil dann doch der Mensch, in den sie sich verliebt hat, irgendwie verschwindet. Vielleicht, ja. Redest du nicht darüber? Oder redest du nicht darüber? eigentlich nicht. Also nicht, eigentlich nicht, ich rede nicht darüber, sondern es war jetzt nicht so groß Thema. Aber nicht, weil ich nicht darüber reden will, oder? So.
Ich glaube, im Endeffekt, man muss schon in die Geschichte gehen, um dann das nachher traurig zu finden. So. Klar. Irgendwie. Es hätte ja solche hätte, ja, Sachen geben klar, können, klar, und die wären ja jetzt erschienen als wären. Klar, Traum. Klar. Ja. Kann sein, wenn es schon für die meisten sehr strange ist, was da passiert und dass es dann wegfällt und in Beziehung dazu. Ja, also. Scheinbares vis-à-vis, ist nicht. Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Ja. Ich hätte das damals nicht gekonnt. Also für mich wäre das die Hölle gewesen. Absolut. Aber da Gott sei Dank nicht. Weil letzten Endes auch das keine Realität hat. Dann hat nichts mehr eine Realität, selbst das Nicht-Etwas ist keine Realität. Ja doch, auf eine Art. Nicht-Etwas ist Realität. Was aber eben im wahrsten Sinne des Wortes Nicht-Etwas ist. Na klar, Nicht-Etwas ist auch Nicht-Etwas, logisch. Gut, für dieses scheinbare Ich würde es eben sofort dieses Nicht-Etwas. Aber es ist eben tatsächlich. Ja. Stimmt, du würdest ja auch, dass Nicht-Etwas klein geschrieben wird. Hat man mal drüber gesprochen. Ja, okay. Aber dieses Nicht-Etwas könnte schon ein Ende haben, was trotz allem eine Erscheinung ist, in dem. Das könnte einfach nicht auftauchen. Ja, wobei ich jetzt, so würde ich es jetzt nicht sagen, weil eben ich nicht etwas synonym verwende, für was du gerade dem sagst. Ja, es ist trotzdem ein Unterschied, eben mehr oder weniger Tiefschlaf erleben, wenn einfach kein Nicht-Etwas ist, wenn es kein Erscheinen im Beides in Anführungszeichen ist nicht etwas. Das kann aber die Erscheinung komplett, könnte vielleicht möglich, komplett aufhören. Und dann würde dann bring das nicht etwas aufhören. Weil es darin dann kein Erleben mehr gibt, obwohl. Es gibt kein Erleben und. Du in dem trotzdem noch bist, aber ohne Spiegelung. Ohne. Etwas, nicht etwas. Es gibt nur nicht etwas. Das sich so darstellt.
Und es könnte sich auch nicht so darstellen. Wenn es sich nicht so darstellt, sondern gar nicht darstellt, dann gibt es trotzdem immer noch dieses Nicht-Etwas, das aber jetzt nicht mehr greifbar ist. Okay. Also das ist alles, was es gibt. Und es ist nicht etwas. Aber es gibt kein eben, wenn man es auch blicke mit nicht etwas ist Realität. Es gibt eben kein nicht etwas, das als etwas in Zeit und Raum existiert. Sondern es gibt nur das, was erscheint. Sitzen in einem Zimmer und über Einheit sprechen, und das ist nicht etwas. Das heißt zu sagen, das könnte auch irgendwie, ist schon in der Geschichte von Realität und einem könnte und anderen Möglichkeiten und nee, das gibt's ja nicht. Es gibt eben tatsächlich nur das, was passiert. Was aber eben nicht etwas ist. Eine Wahrnehmung dessen, was passiert. Kann erscheinen, ist aber eben auch nicht etwas. Es könnte alles sein oder nichts. Es ist alles und nichts. Ja. Und könnte natürlich theoretisch als alles erscheinen. Ja. Ja. Was aber eben schon innerhalb der Geschichte ist von nachher könnte es. Es gibt eben kein Nachher, es gibt. Ja. Hier ist jetzt auch kein Erleben von Nicht-Etwas oder das Erleben von Beständigkeit. Niemand, der in Zeit und Raum lebt und Beständigkeit erfährt oder etwas erfährt, das immer hier ist oder so. Das ist einfach niemand, der erlebt. Oder erwartet, dass er es erfährt. Ja, ja klar, natürlich. Ja. Ja. Klar, da ist niemand, der energetisch in die Zukunft schielt und dort etwas vermutet, das ihn dann voll macht oder ganz macht oder rund macht. Ist die Auflösung im Erscheinen. Die Auflösung. Also Erscheinen und Auflösung sind dann eins. Erscheinen und Auflösung. Was erscheint. Ja, ist nicht etwas. Und Auflösung ist gleichzeitig, also Zeit gibt es dann nicht. Du bist eins. Ich ganz verstehe es nicht, aber. Da ist einfach niemand, der mit dem, was passiert, in Trennung lebt und es deshalb als etwas erfährt. In Abwesenheit des Erlebens von Ich Bin,
bleibt einfach nur das Namenlose oder nicht etwas oder eben keine Sache. Aber das ist jetzt kein permanentes sich auflösen, dass zuerst das als etwas erlebt wird und dann ist nicht etwas, es ist wieder etwas und dann löst sich ein Prozess auf, dass es nicht so ist. Das ist einfach gar niemand, der auf irgendeine Art in diesem Traum von Ich Bin lebt, von einem Erleben von Zeit, von einem Ablauf, von Prozessen, von der auf irgendeine Art sich innerhalb dieser Parameter durch den Tag handelt. So. Gibt es eine Aussage? Nee. Natürlich nur innerhalb der Traumwelt von Ich Bin, das sich selbst als außerhalb erlebt. Als getrennt. Aber es gibt keine Außerhalb. Aber natürlich auch kein Innerhalb. Auch keine Grenze. Ja, genau. Es gibt keine Grenzen. Genau. Genau. Ist völlig raumlos. Und wir reden natürlich immer von dem, was wir sitzen, auf Stühlen, denken und sprechen. Nicht von etwas da hinten oder da draußen. Es ist tatsächlich das, wovon wir reden. Ich habe mir das jetzt auch gut gedacht. Ich bin ja eigentlich hergekommen, weil ich ja energetisch in die Zukunft blinzle. Ja. Und weil ich ja auch das meine Intention ist, oder ich knüpfe ja auch Hoffnung daran, dass ich da irgendwie mein Erleben also stärken kann, dieses Nicht-Etwas und Nichts und, und mit dieser Intention bin ich aber schon wieder ich. Ja, also das ist mein Ich und ich stärke es ja auf eine Art mit meinem Hiersein, mit meinem vernünftigen, mit diesem Zugang, mit diesem mich auf den Weg machen auf diese Zukunftsschiene, auf genau diese Schiene. Auf eine Art ist es so, aber Ich Bin kann eben nichts anderes zu tun. Das Erleben von Ich Bin auf einem Weg und ich vermute Einheit oder was auch immer morgen ist Ich Bin. Ich Bin lebt so und kann nicht anders. Warum bin ich dann hier? Also, du bist natürlich nicht hier. Okay. Richtig. Und dass es einen Grund dafür gibt, dass du scheinbar hier bist, ist schon Teil der Traumwelt. Mhm. Das ist mein Erleben so, dass ich sehr viel dann über den Kopf agiere. Okay. Und gleichzeitig habe ich aber auch so, ich erdenke mir das, wenn ich jetzt nur im Gefühl bin, ist es auch nichts anderes. Also so, wenn ich bewusst sitze, dann mache ich, dann ist ja auch jemand, der tut. Dann ist jemand, der bewusst sitzt, genau. Ja. Ja. Und so diesen Zugang zu kriegen, zu diesem Nicht-Etwas, ist sozusagen über den Kopf, über den Bauch, über, das gibt es nicht. Es gibt keinen Zugang. Aha. Absolut, jawohl. Ja. Und dann ist es ein Geschenk, Gnade, oder dann ist es aber auch schon wieder etwas, weil genau. Dann benenne ich es. Es gibt keinen Zugang, weil es nur nicht etwas gibt. Nicht, weil es unglaublich weit weg ist.
Und das Dilemma ist eben, dass sich als jemand zu erfahren und in der Traumwelt zu sein, ist eben auch nicht etwas. Das ist dieses unlösbare Dilemma, dieses scheinbare Nicht. Sich nur als real erleben zu können, aber real und irreal zu sein. Aber ich begründe somit schon wieder, wir sind ja in dieser Form, im Körper, so wie wir erscheinen, vielleicht auch aus hier um Realität, also das, oh, da fehlen die Worte. Ja, es wird schwierig. Also wie man aus religiöser Sicht oder wie auch immer sagt, deswegen ist man auf der Welt. Okay. Weil wenn wir uns auflösen, was natürlich dann sind rein wir tot. Von der Idee mit einschließt, dass da jemand ist und dass es eine Welt gibt und dass jemand auf einer Welt lebt. Und dieser jemand, der auf einer Welt lebt, braucht natürlich einen Sinn dafür, dass er auf der Welt lebt. Ja. Ja, aber es ist eben innerhalb der Geschichte. Die Geschichte, ja. 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 Ist nicht falsch, aber es ist eben auch eine Geschichte. Ich meine, das scheinbare Ich glaubt eben die Geschichte, ne? Für die ist das real. Eben, es gibt mich, es gibt eine Welt. Ich bin hier, um zu. Aber der Wunsch, nicht mehr in dieser Geschichte zu sein, der verstärkt ja über den Kopf oder so dieses Dilemma. Es ist einfach ein weiterer Wunsch des scheinbaren Ich, das glaubt, nicht in der Geschichte sein zu können. Dann ist ja doch gescheiter, ich bleib daheim und ich bin nicht so kopflastig. Nee, es ist genauso sinnlos, wie hierher zu kommen. Nein, stimmt. Und natürlich ist da niemand, der die Wahl hat. Und der drüber nachdenkt, wertet. Ja, genau, genau. Über Sinnlosigkeit und Sinnhaftigkeit. Ne? Genau, ja. Genau. Es hat eben nicht nur hier keinen Sinn, sondern es gibt keinen Sinn. Nur hier ist es offensichtlich. Hier wird kein Sinn vorgetäuscht. Hier reden wir darüber. Das ja, genau. Ja, genau. Aber auch das hat natürlich keinen Sinn. Natürlich. Aber das ist es eben. Das ist Leben, Sein, Einheit, rund und voll und saftig. Und dann der Tod des physischen Körpers? Ja. Wie geht's dann denn? Also nehmen wir an, es gibt eine Zukunft, in der der Körper sterben könnte, was natürlich nicht etwas ist. Könnte man sagen, dass danach mit großer Sicherheit auch nicht etwas sein wird. Was aber tatsächlich eine Geschichte ist. Geschichte ist kein Versprechen. Ja, es gibt kein Versprechen. Aber darauf würde ich fast wetten. Noch mehr nichts, als da nichts ist. Hätten wir. Aber wir können sich dann nicht mehr erinnern, ob wir wieder aufs Glück kommen. Wahrscheinlich ist dann niemand mehr da, der mir den Gewinn auszahlt. Nichts ist nichts, ist nichts, ist nichts, ist nichts. Ohne Leine oder raus.
Was natürlich eine Geschichte ist, denn es geht nirgendwo hin. Ja. Also es gibt keine Zukunft, es gibt kein in 2 Minuten, in 5 Jahren. Das heißt, es geht nicht ins Nichts oder ins Nicht-Etwas. Es ist bereits nicht etwas. Und die Idee, dass es irgendwo hingeht, ist ein kleiner Traum. Das Erleben von auf einem Weg oder in Zeit zu leben. Oder? Diese Konzepte, die man dann ständig sich macht. Ja. Ja, Konzept, wobei, wie gesagt, dieses scheinbar, ich erlebe es schon als Realität. Es erlebt sich einfach als auf einem Weg seiend. Aber dass es trotzdem eine Perspektive vom Ganzen ist, ist schon auch klar, dass das nur eine Perspektive ist und dieses Nicht-Etwas woanders ganz anders erscheint und von dir nicht so gesehen werden kann, wie es jetzt zeitgleich woanders erscheint. Das ist natürlich eine Story, eine Geschichte. Ja, wenn du das so siehst, dann würdest du dich als Mittelpunkt der Existenz sehen, aus dem Blickwinkel da. Wenn man annimmt, dass hier eine Perspektive ist, ja. Ja, aus dem Erleben, das jetzt erscheint, redet es aus einer Perspektive, trotz allem. Ja, aber das ist der Traum. Also, dass hier etwas sitzt, das von hier aus dorthin spricht, ist Illusion. Ja, und trotzdem aus einem Blickwinkel gesprochen, den es jetzt auch ganz woanders irgendwie trotzdem alles noch existiert oder erscheint, nicht etwas sichtbar ist. Nur. Ja, aber da ist nur das, da was jetzt passiert. Anderen auch, dass das Ich Bin aufgehört hat, die alle das Gleiche reden könnten. Aber es gibt keine anderen. Und was passiert ist, sitzen in einem Zimmer und an andere denken oder an andere reden. Ja. Also über andere reden, sorry. Aus dem Blickwinkel. Ja, aber hier ist kein Blickwinkel. Oh ja. Der das jetzt.
so umschreibt, ist der Blickwinkel. Das den ist, kann man schon auch noch hinterfragen, könnte so auftauchen. Ich meine, was auch hier nicht, bei dir taucht es halt nicht auf, dass du das noch hinterfragst. Ich meine, was hier gesagt wird, ist natürlich keine Wahrheit. Sondern was hier gesagt wird, ist einfach das, was gesagt wird. Was genauso real und irreal ist wie das, was da gesagt wird. Aber hier ist eben keine Instanz, kein Ding, die von sich, die einen Blickwinkel hat und den mitteilt. Aber hier wird auch keine, hier ist kein Anspruch auf Wahrheit. Es gibt keine Wahrheit, sondern nur das, was passiert. Und was passiert, ist eben das. Aber ja, theoretisch oder offensichtlich erscheint es als alles Mögliche, was genauso real und irreal ist wie das. Und als Andreas, der das sagt und ja, das ist Einheit, genauso. Dieses scheinbare Ich erlebt es als eine persönliche Erfahrung oder als ich sage das, weil ich das so erlebe oder weil ich diesen Blickwinkel habe. Was aber eben Teil der Traumwelt ist. Das von hier nach dort gesprochen wird. Aber das ist nicht richtig oder falsch oder so, sondern es ist einfach das, was passiert. Nicht etwas, das erscheint als das. Und völlig lebendig ist und ganz und rund, aber keine innewohnende Wahrheit besitzt. Oder? Wenn jemand da sitzt und sagt, ja, aber ich bin doch jemand, es ist auch weder richtig noch falsch, sondern das, was passiert. Auch wenn da offensichtlich niemand ist. Da ist nur das, was erscheint. Und was erscheint, ist nicht etwas, sein Lebendigkeit. Schön, dass ihr da wart.